Wir bekommen ein Licht. Wer hätte das gedacht? Damit können wir jetzt erstmal schön... So, rein da. Hier kommen wir noch nicht weiter. Wir dürfen da nicht durch, nur Lichter dürfen da durch. Da ist mein Licht. Das wird hier so. Wir können hier Licht einschalten. Mal ein bisschen heller machen, die Höhle. So. Und hier unten haben wir einen Schalter. Den können wir umschalten. Ah, das heißt, wir müssen erst schaffen, dass unser kleiner Balken da... Ah, die Birnen verbrauchen unterschiedlich viel Strom. Und wir müssen es genau schaffen, dass unser Balken exakt in der Mitte ist. Dann müssen wir noch die zuschalten, dann müsste es eigentlich gehen. So. Passiert, wenn wir den Schalter umlegen? Dann geht der Strom weiter nach unten. Ah, weiteres Rätsel. Na? Und weiter Strom abziehen. Passt. Jetzt müsste sich eigentlich die Tür öffnen. Hallo? Tür? Tür! Müssen wir etwa wieder den Schalter umlegen? Wo? Nein, dann wird es hier unten dunkel. So, Schalter umgelegt, Strom nach unten umgeleitet. Das sollte jetzt eigentlich die Tür öffnen, dachte ich. Oder muss ich hier oben vorher wieder ausschalten? Ich musste vorher den Strom wieder ausschalten. Nun geht's weiter. Technisch. Lauter Platinen. Und ein paar Fernseher. Oh, wen haben wir denn da? Na. Hey. Wer bist du? Komischer Roboter mit einem Schrauben. Mit einem Engländer als Arm und einer Taschenlampe. Ich habe keine Arme. Hä? Junge, willst du uns verarschen? Ja, der will uns verarschen. Okay, ziehen wir mal hier dran. Huch, was haben wir denn jetzt gemacht? Okay. Der hat drei Striche. So, der hat einen Strich.
Tja, der hier hat einen Strich, oder? Kriegen wir den jetzt dann noch weg? Nein, scheinbar nicht. Der hier hat einen vollen Balken. So, jetzt haben wir zwei Striche. Tja, irgendwie passt der nirgendwo wirklich. Vier Balken. Das war wohl irgendwie falsch. Fangen wir noch mal von vorn an. Wir haben hier drei Balken. Insgesamt erscheinen im Bild fünf Balken. Dann müssen wir den dahin tun. Der ist voll. So, dann haben wir hier zwei Balken. Den müssen wir irgendwo hin tun, wo drei Balken sind. Also hier. So. Dann haben wir hier so einen länglichen Balken. Tja. Eventuell dahin. Dann tun wir den dahin. Und irgendwie. Das war jetzt wohl nix. Der hier ist überfüllt. Das heißt, den Einer müssen wir da ganz hinten hin tun. Habe ich den Eindruck. Er gibt uns jetzt gerade den Tipp, dass wir den, wenn ich das richtig gesehen habe, den Würfel mit drei Balken auf den Fernseher mit drei Balken werfen sollen. Wir nehmen also den Würfel mit einem Balken und werfen ihn zum Fernseher mit einem Balken. Dann nehmen wir, sagt er uns jetzt dasselbe? Ja. Dann nehmen wir den mit drei Balken und werfen den auf den mit drei Balken. Das wäre dann hier. Dann haben wir hier vier Balken. Den werfen wir auf den mit vier Balken. Dann haben wir einen vollen Balken. Den müssten wir jetzt eigentlich hier mit drauf werfen. Das geht aber nicht. Können wir den zurücksetzen? So, wir kriegen jetzt den mit einem zuerst. Okay, neuer Versuch. Ich möchte jetzt die Dinger mal gucken, ob die in der richtigen Reihenfolge mir wieder vorgeworfen werden, wenn ich sie hier auch in der richtigen Reihenfolge hinschmeiße. Also den mit zweien, den tue ich jetzt hier an die zweite Stelle. Den mit 3 an die dritte Stelle. Den Vierer an die vierte Stelle. So. Dann habe ich hier nämlich 1, 2, 3,
4 und 5. Ja, gucken wir nochmal. 2, 3, 5, 4, 1. Nein, wir kriegen die in einer anderen Reihenfolge zurück. Den werfen wir hier hin. So. Den Einser werfen wir dann hier hin. Den Zweier müssten wir dann dahin werfen. Ich glaube, wir müssen uns die ursprüngliche Reihenfolge merken. Weil die Würfel hier immer zufällig kommen. Okay, also merken. Der letzte ist der erste. Dann kommt der zweite, dann der erste, dann der vierte. Also nochmal. Machen wir es anders. Ich kann den nicht daneben stellen. Also 1, 1, 4, 5, 2. Eins, vier, fünf, zwei. Der letzte ist der erste. Eins, vier, fünf, zwei. Fünf ist der mittlere. Nein, 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 nein! Das war nicht beabsichtigt. Wir haben eine neue Reihenfolge. Und zwar 2, 4, 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. Da 3. 2, 4, 3, 1, 5. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht. Irgendwie hänge ich fest. Ich hänge fest. Ich kann nicht mehr wegfliegen. Ich hänge fest und... Ich hänge fest. Ich komme hier nicht weg. So. Das scheint auch irgendwie nicht wirklich die Lösung gewesen zu sein. Die Hilfe ist aber auch nicht sonderlich ergiebig, wenn er sagt, ich soll, wenn auf dem Monitor eine 3 erscheint, den Dreierwürfel fallen lassen. Das funktioniert aber nicht. Ich nehme den Dreier und tue ihn auf den Dreier. Das heißt, der vierte Monitor müsste dann zwei große Balken haben und der fünfte Monitor einen Dreierstrich. Okay, ich habe das Prinzip verstanden. Es basiert darauf, wir haben vier Balken, die jeweils aus fünf Punkten bestehen. Wir haben Steine, die von 1 bis 5 durchnummeriert sind. Und wenn wir den Stein auf einen von diesen Monitoren schmeißen,
dann werden zu den anderen Monitoren jeweils die Anzahl der Streifen hinzuaddiert.